Oh, herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ich muss das jetzt gerade nochmal wiederholen. Hat sich nicht gelohnt, das zu rendern oder so. Hab die Mission wohl kurz vor Schluss verkackt gehabt. Ich hoffe, dass dieser Storytext jetzt hier nochmal kommt. Und ja. Vorher nutze ich das jetzt aber auch gerade nochmal als Testaufnahme, dass auch alles klappt hier mikrofontechnisch und spielsoundtechnisch. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, läuft alles schickimicki. Dann wollen wir mal gucken hier. Jo, das ist gut, dass das nochmal kommt. Soll ja auch so sein, dass man das lesen kann. Das Knacksen kommt meines Erachtens nach vom Spiel. Da möchte ich auch nichts schönen. Was ich jedenfalls gerade auf die Ohren bekomme. Kann man dann wie gesagt auf Pause drücken, wenn man das gerne lesen möchte. So. We finally got long-range scanners partially online, only to find that the probable origin of the Kirathi attack is a lot closer than we'd like. We are detecting at least one unknown contact in the system, but the damage to our sensors and enemy ECM is preventing us from getting an accurate reading on the size, strength, or precise location of the force in question. Unfortunately, if push comes to shove, we have no strike capability to counter a large enemy force as we unloaded our longbows to the Kennedy. We've sent a distress call to any nearby Confed forces, but there's been no response. We can only assume that any other vessels close enough to assist us have either been destroyed or did not receive our distress call through the Kilrathi jamming. With our engines partially repaired, we are still making time to the Eddings jump point. We can't outrun anything in our current condition, but with any luck, we can pursue a course that will allow us to evade the Kilrathi. We will launch all remaining fighters to escort the Wellington out of the system. Alpha will consist of myself and Sandman. Bravo will be Assassin and Ninja. Hubler and Floyd will be Charlie, Flying Thunderbolts. Evasion is our best chance for survival, so we will take an indirect route to the jump point. We will escort the Wellington through navs 1, 2, and 3. The jump point out of here is at nav 4. It is likely that the Kilrathi will have some sort of capital ship at the jump point, so the Thunderbolts should try to save the torpedoes until then. There's no room for error, people. We are a damaged carrier with fewer fighters than a destroyer. We are a very tempting target for the cats. Do all you can to make sure we aren't an easy one. Godspeed. Oh, sind also ziemlich am Arsch. Sozusagen. Ich kann immer noch keine Schiffsauswahl machen, aber gut. Geht die Reise hier. Wellington, what is your current status? All entirely is screwed up with recognition. Engines are less than 50% operational. The ship is intermittent. Our turrets are destroyed. Captured missile launchers are damaged. We still have some internal fires. Might as well give this old tub a new nickname. Maybe the TCS Bullseye or something like that. You know, as grim as this looks, I'm actually looking forward to the challenge. Was ist das hier? Afterburner oder was? Pulls up to escort formation and set course to nav 1. Thunderbolts, check in. I'm locked, loaded, and ready to go. Thanks, did a good matchup, Doc. All lights are green. Vito is primed and ready. Ninja, Sandman, Assassin, let's keep those Thunderbolts alive. We'll probably need the capital ship strike ability sooner than later. Nur weil ich auf 5G ging. Maniac-Style mäßig hier. So, ab geht die Reise. Ich denke, ich bleib möglichst in der Nähe von dieser Wellington hier. Maybe we can keep them from calling the rest of the cats in on top of us.
Ja, wollte schon gerade sagen, den einen kriegen sie auch alleine kaputt. Enemy fighters destroyed. If they can spare an entire squadron of Narkits for a simple recon, the enemy presence in this system is probably even bigger than we estimated. We can't confirm whether or not we could jam their transmissions. All fighters, be on guard. This is going to get interesting. Pilots, get back into formation around the carrier and activate your autopilot. We need to get out of here. Proceed to next waypoint. Reinfliegen ist, glaube ich, eine schlechte Idee. Oh shit. Da war ich wohl zu schlecht. Oh Scheiße. Where do we go from here, Major? Haven't figured that out yet. Nun? Haben wir verkackt oder was? Ja. Ach Mann. Fighters, you're cleared for immediate launch. Wellington, what is your current status? All integrity is screwed up beyond all recognition. Engines are less than 50% operational. A shielding is intermittent. Half our turrets are destroyed. Captured missile launchers are damaged. We still have some internal fires. Might as well give this old tub a new nickname. Maybe the TCS Bullseye or something like that. You know, as grim as this looks, I'm actually looking forward to the challenge. Stow it, people. This is serious, so act the part. Pulls up to escort formation and set course to Nav 1. Thunderbolts, check in. I'm locked, loaded, and ready to go. The decks did a good matchup job. All lights are green. Peter was primed and ready. Good. Ninja, Sandman, Assassin, let's keep those Thunderbolts alive. Probably need their capital ship strike ability sooner than later. Proceed to next waypoint. Oh, dann also nochmal. Scheiße. Ich wollte eigentlich irgendwo einen Schwierigkeitsgrad einstellen, ich weiß es gar nicht. Ich spiele hier einfach drauf los. Könnte das ja mal nachchecken hier. Flugschüler, okay, da ginge was. Aber ich lasse das erstmal so. Den haben wir. Den auch. Boom.
destroyed. If they can spare an entire squadron of Darkens for a simple recon, the enemy presence in the system is probably even bigger than we estimated. We can't confirm whether or not we could jam their transmissions. All fighters, be on guard. This is going to get interesting. Pilots, get back into formation around the carrier and activate your autopilot. We need to get out of here. So, und jetzt nochmal diese komischen Raketen, die uns da gleich entgegenkommen. Schauen wir mal. Gibt's doch nicht. Wieso ist das so verdammt schwer? Kann ich auch nicht mal verstellen, ja? Das ist auch nett. Ja, beenden. Kann ich das jetzt machen? Ja, das beruhigt mich aber. Gucken, ob das... Ja, wird dasselbe nochmal sein. Ob es das jetzt besser macht. Und schon bin ich wieder Noob, was das Pilotendasein angeht hier. Oder wie? Aber gut. Wellington, what is your current status? All integrity is screwed up beyond all recognition. Engines are less than 50% operational. The shielding is intermittent. Half our turrets are destroyed. Captured missile launchers are damaged. We still have some internal fires. Might as well give this old tub a new nickname. Maybe the TCS Bullseye or something like that. You know, as grim as this looks, actually looking forward to the challenge. Das Nervige ist, ich habe es eigentlich schon fast geschafft gehabt und dann nur mit so einem kleinen dummen Fehler bin ich später hochgegangen. Das ist das Nervige hieran. Weil eigentlich hätte ich es quasi geschafft gehabt schon. Auf dem Schwierigkeitsgrad von vorher, aber na gut. Reflexionen sind ganz geil gemacht, ne? Von den Projektilen da. Ja. Great shot! You're
for civil recon, the enemy presence in the system is probably even bigger than we estimated. We can't confirm whether or not we could jam their transmissions. All fighters, be on guard. This is going to get interesting. Pilots, get back into formation around the carrier and activate your autopilot. We need to get out of here. Na dann, auf geht's. Mal gucken, ob ich das diesmal schaffe. Nicht, dass ich mir wieder so eine Scheiße zusammenspiele hier. Langsam recht ärgerlich und nervig. Ich meine, es ist völlig klar, dass auf diese Raketen losgehen soll. Das sagt er ja. Aber ja, ich mache es so gut ich kann und ja, wie man sieht. Gibt's ja gar nicht. Was ist denn das hier? Irgendwie unmachbar hier, oder wie? Tja, weiß ich auch nicht. Mein Schwierigkeitsgrad liegt es jedenfalls eigentlich nicht, weil ich habe, wie gesagt, das eigentlich schon geschafft. Die geht anscheinend zum Schluss eh eigentlich hoch, aber da kommt dann wieder durch den Jump Point. Ja, so war das. Und jetzt kriege ich es nicht mehr hin. Das ist merkwürdig.